Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wir spielen heute mal wieder ein schönes Horrorspiel mit dem Titel Go to Bed. Es wird ein Spiel sein, bei dem es darum geht, ins Bett zu gehen, aber das wäre ja zu einfach. Also es passieren bestimmt noch ganz viele gruselige Dinge. Ich weiß nicht so genau, was passiert. Ich habe mir das einfach aus dem Internet heruntergeladen. Und wir starten das jetzt gemeinsam. Let's go. Wir drücken einfach mal auf Play. Situation 1, Subjekt A. Geh ins Bett. Okay, das, drück E, um ins Bett zu gehen. Okay. Oh! Oh, Moment, ich kann noch meine Tür, okay. Soll ich einfach nur ins Bett gehen? Ja, ey, komm, wir machen was das Spiel uns sagt. Ab ins Bett. Was soll schon schief gehen? Oh, nee. Oh, komm. Nee. Hast du die Vordertür abgeschlossen? Nein. Okay, so eine Art Spiel ist das, alles klar. Hab richtig Bock nochmal. Okay, go to bed. Ja, am Arsch go to bed hier. Mind Games und so, passen Sie auf. Ja, nicht mit mir hier. So, passen Sie auf. Wir schließen jetzt erstmal freundlich die Tür hier ab. So, mit Vorhängeschloss nämlich. Das Fenster ist offen. Und ich verwette meinen non-existenten Arsch darauf. Jaha, so, das ist nämlich zu. Und jetzt machen wir auch noch hinter uns die Tür zu. So. Bin ein extra smarter Cookie. So. Hast du die Vordertür abgeschlossen? Ja. Das ist trotzdem richtig, richtig unangenehm. Ja, ja, Windorf habe ich zugemacht. Ja. Geh aus meinem Kopf raus. Hast du das Sicherheitssystem angemacht? Ich wusste nicht, dass es eins gibt. Nee, ach, das ist doch unfair. Sachbeschädigung. Ah, diese Schattenfigur, die da auf einen zurennt, das finde ich nicht schön. Nee. Situation 1, Subjekt A. Wir machen das jetzt nochmal. Geh ins Bett, verdammte Scheiße. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. So, pass auf. Speedrun. Tür auf. Fenster zu. Hier, da ist das Ding auch. Anlage an. Tür zu. Irgendwas mit der Wäsche oder so? Nee. Da, hier ist noch irgendwas. Irgendwas hier. Kühlschrank oder sowas? Nee. Liegt hier irgendwas? Ist eine Fernbedienung hier? Nein. Ja, was soll denn noch passieren? Also, weißt du. Komm, jetzt. Ab ins Bett. Fronttor ist abgeschlossen. Da, hör auf zu klopfen, das ist mitten in meinem Gehörgang drin. Did you close the window? Yes. So, aber Moment, Sicherungsanlage ist an. Bricht er jetzt trotzdem durchs Fenster rein? Ha! Ja, ja, aber Alarm geht los, ja. Hast du die Messer versteckt? Nein!
Ja, komm. Ja, war doch klar. Ah! Das ist doch scheiße. Ja, ich mach's noch mal, Herrgott, noch eins. Okay. Tür, Fenster, Sicherungsanlage, Messer. Komm, jetzt hier. Fenster. Sicherungsanlage. Da wäre doch gelacht, wenn da jetzt noch irgendwas passiert. Tür. Scheiß Messer. Messer. Ist hier noch irgendwas, was schief gehen kann? Ist hier irgendwer was hinter dem Bild? Irgendwas hier in der Couch? Ist hier irgendwas in dieser Schublade bei dem Bild hier? Irgendwas? Nix, nein, nada. Der Toaster kann uns mit dem Toaster noch umbringen, vielleicht. Was in dem Schrank, nein. Ich schwöre bei Gott, wenn jetzt noch irgendwas passiert, dann raste ich aus. Et nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fronttor ist gelockt. Du kannst mir gar nichts. Windorf ist zu. Fick dich. Kannst du lange klopfen. So. Security System. Yes. Das klingt zwar schrecklich angsteinflößend, aber du kannst mir gar nichts. Knives sind auch versteckt. Die Polizei! Die Polizei! Die Polizei! Die Polizei! Die Polizei! Officer, retten Sie mich! Well done, no one will get in. Ja, geil! Oh, es gibt noch eine Situation. Lecco mio, Arscho Blanco. Oh, ist das aufregend. Oh, oh, oh. Go to bed. Ja, nee, hier. Am Arsch gehe ich ins Bett. Ich guck jetzt erstmal hier, guck mal. Was? Press I? Press I für was? Okay, pass auf. Wir gucken erstmal uns jetzt ganz genau um. Passen Sie auf. So. Fenster zu. Alarmanlage. Tür gelockt. Messer versteckt. Oh, wir gucken uns jetzt aber sowas von genau um. Hier ist noch irgendwas, nee, nein, hier nix, hier irgendwie Müll, irgendwas in den Kartons, Heizung, hier hinten, was ist das? Das ist doch hier, das ist doch irgendeine Luke hier in den Keller, warum kann ich denn die nicht direkt zumachen hier, Kinder? Lass mich das doch gleich machen, der kommt doch gleich da hochgekrabbelt hier irgendwie, wie das Monster aus der Kanalisation. Das ist ja, provoziert mich doch jetzt hier. Ja, aber mehr geht nicht. Anscheinend muss ich das erst frei machen oder so. Ja, mein Gott. Und ich habe wirklich nichts dagegen, mich frei zu machen. Was? Ja, komm, ab ins Bett. Wir versuchen das jetzt einmal. Werden wahrscheinlich einmal draufgehen. Aber dann wissen wir wenigstens, was wir zu tun haben. So. Passen Sie auf. Ist the house secure? Der fragt nicht mal mehr die einzelnen Schritte ab. Ja? Are you sure? Ja? Gut. Next situation? Wie? Oh! Psychospielchen machen die! Die wollten mich verarschen, wollten die mich! Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Ach du Scheiße! Oh nee! Was ist denn jetzt los? Warum ist denn hier die Matratze blutig? Warum ist es hier so dunkel? Ach du heilige Scheiße, was ist das denn? Oh Gott, Tierkadaver, I need to leave now. Ja, sehr gerne, aber wohin? Locked. Ja, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, da kommt gleich... Oh Gott. Oh, seid ihr gemein! Ihr miesen Wichser, natürlich sieht das aus wie zwei Augen in der Dunkelheit. Oh, ich scheiß mir gleich in die Hose. Oh, ist das schrecklich. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel noch so nervenaufreibend wird. Ah, da ist einer tot. Ich will gar nicht mehr hingucken eigentlich, was das... Ich heb den Schlüssel auf und alle Musik geht aus. Ich will nicht hingucken. Ich will nicht hingucken. Ich will gar nicht hingucken. Ich will wirklich nicht hingucken. Ah! Lass mich.
Oh Gott, ich scheiß mir gleich richtig ein, Kinder. Ich scheiß mir gleich richtig ein. Ich kann das alles nicht mehr. Okay, einfach weitergehen. Bin ich raus? I need to find a way out. Och, scheiße. Moment, wir sind gerade aus dem Keller gekommen. Spielen wir jetzt die andere Perspektive? Sind wir... Oh, nein! Wir spielen jetzt die andere Perspektive. Wir spielen jetzt den, der im Keller eingesperrt war. Und gerade eben haben wir den gespielt, der wahrscheinlich jemanden entführt hat. Und jetzt sind wir der Entführte und müssen jetzt aus dem Haus entkommen, was wir gerade selber gesichert haben. It's armed, maybe I can cut the wire with something. Ja, aber wir haben ja die Messer versteckt. They put away anything useful. Alle nützlichen Sachen sind weg. Scheiße. Ich komme hier nicht raus. Kinder, ich bin am Arsch. Nein, was ein Plot-Twist. Ich kann nicht mehr. It's locked and it needs a code. Ja. There's no way out. Maybe back downstairs. Okay, ich komme nicht raus, vielleicht wieder runter. Oh, scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott, warum bist du nicht im Bett? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Oh Gott, also, oh mein Gott! Oh. Fragt mich nicht, warum. Dieses Spiel ist extrem kurz. Aber hat ja mal so einen krassen Spannungsbogen. Also, ich habe ja schon viele Horrorspiele gespielt, aber das hat mich richtig gut mitgenommen. Das war richtig kurz und richtig knackig. Leck mich am Sack, 10 von 10. Das Spiel ist gratis und ich habe, das Spiel ist von itch.io, da kannst du quasi entscheiden, wie viel du für das Spiel bezahlst. Und ich habe einfach mal auf Gönnerbasis $5 für das Spiel bezahlt, weil ich mir dachte, das wird doch was. Und ich wurde nicht enttäuscht. War richtig eklig, richtig guter Spannungsbogen, 10 von 10, gerne wieder. Kurz, knackig, hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht oder gerade deswegen. Wir sehen uns im nächsten Video, hauen Sie rein, Kinderlein.